Hallihallo, hier ist wieder Corazo. Wir sind zurück bei Graveyard Keeper. So, zuletzt haben wir ein bisschen aufgeräumt. Jetzt würde ich gerne ein paar Sachen bauen. Kann ich aber nicht. Cool. Kiste brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ich brauche noch für den Ofen Steine und Holz. Ja, den Rest der Holzstapel haben wir auch gerade nicht. Also brauche ich Steine und Holz. Okay, das werde ich ja wohl irgendwo finden. Da ist ein Stein. Fällt mir auf, wir sollten eigentlich mal schlafen, ne? Ja, Schlaf wird überwertet. Wir sammeln ein paar Steine. So. Ich glaube, das war der Tag des Händlers, wenn ich mich nicht irre. Händler haben wir noch nichts mit am Hut. Können wir also erstmal ignorieren. So. Das wollte ich zwar jetzt nicht, aber komm, machen wir zu Ende. Was wir anfangen, machen wir auch zu Ende hier. So. Einsammeln. So, jetzt müssen wir langsam mal schlafen gehen, würde ich sagen. Verzeihung, wenn zwischendurch ein bisschen meine Stimme versagt. Ich mache hier wieder Marathon mit Aufnehmen. Und dann passiert das gern mal. Tut mir leid, ich werde zwischendurch deswegen auch trinken. Versuche ja sonst die Aufnahmen ein bisschen zu vermeiden, aber dieses Mal habe ich keine Wahl. So. Ich würde dann gerne mal schauen. Ah, ich fühle mich so erfrischt. Oh. Gut, ohne ihn ist auf dem Friedhof viel netter. Ah, ich bin trotzdem irgendwie traurig. Ich bin hier so einsam. Ich war zu Lebzeiten kein guter Mensch. Ich hätte ein besserer Mensch sein sollen. Was meinst du? Wir sind tot, aber wir verdienen noch immer Respekt. Ah, oh fein, ich erkläre es dir. Jede Leiche beherbergt eine Seele, die von ihrem Leben gezeichnet ist. Sünden sind Symbol, gute Taten sind Symbol. Wir, jemanden in der Nachbarzelle, erzählt uns, dass die Stadt einst mit einem schrecklichen Fluch, ich glaube, da sollte Fluch stehen, Fluch belegt wurde. Nur eine uralte Abmachung konnte diesen Fluch abwenden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich verstehe, wovon du da redest. Das tust du bestimmt nicht. Kümmere dich lieber um deinen Friedhof. Ich werde dich beobachten. Ich kann nichts machen. Ich bin so traurig. Genau, jetzt bekommen wir erklärt, Friedhofswertung ist auch davon abhängig, wie gut die Leiche ist. Ja, jeder Leiche hat spirituelle Werte. Ist die Summe der Körperteilwerte. Du kannst ändern, indem du Organe nimmst und einmassierst. Die einzige Möglichkeit, deine Friedhof zu erhöhen, sind Gräber, Gegenstände und zu dekorieren. Jede Reihe, die Schädel und Kränzchen hat, zählt einen Reihe mit zählen nicht und hat Symbole nicht zu erzählen. Dann klingt es echt lustig. Na egal. So. Guten Morgen, Welt. Ich würde gerne ein paar Sachen loswerden. So. Da lang. So, ich brauche noch mehr Steine. Steine, 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 Steine. Wo finde ich Steine? Hier finde ich Steine. So. Du. So. Dürfte denn eigentlich ein Stein langsam reichen? Ja, ich habe nochmal 10 Stück, das reicht. Achso, ich brauche noch. Brauche noch Holz. So, ja, so. Nehmen wir einfach mal den Baum hier, würde ich sagen. Der bietet sich direkt an. So, nur, wir können es ja noch gar nicht klein machen. Jetzt bin ich gerade verwirrt, wie ich das dann kriege. Wie kriege ich jetzt einen Balken hin? Kann ich ja noch gar nicht klein machen. Oder muss ich das erst lernen? Da, siegen, freischalten, bam.
So, Siegeblock, genau, wir hätten ihn erst freischalten müssen, alles klar. So, den machen wir neben das Klohäuschen, würde ich sagen. Zack. Und den bauen wir mal, ne? Ein schöner Siegeblock. Lalala. So, fertigen Balken kann ich direkt machen. Da haben wir schon einen Stamm uns geholt. Oh Gott, da hat es geklimpert. Das heißt, da unten wartet jetzt eine Leiche auf uns. Du noch rein, du noch rein. Dann wollen wir die Leiche mal holen, ne? Am Anfang werde ich die Leichen eher schinden als irgendwas anderes. Und sie einfach in den Fluss werfen, damit ihr gleich Bescheid wisst, was hier passieren wird. So. Denn ich muss erst einiges lernen, damit die Leichen eine gute Wertung haben, damit ich auf den Friedhof sie legen kann, ohne dass ich da mir was runterreiße. Deswegen tun wir sie anfangs erstmal nur entsorgen. Das Fleisch nehmen wir aber natürlich mit, kann man ja alles später noch gebrauchen. Und noch können wir ja nicht mehr entnehmen. So. Wo waren wir denn stehen geblieben? Ach ja, beim Sägeblock. Und jetzt haben wir Balken. Jetzt können wir unsere Schmiede bauen. Ofen. Muss ich von da bedienen? Kann ich das denn? Nee. Oh. Kriege ich das hin? Komme ich dann da dran? Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt skeptisch. Packen wir da hin. So. Hab doch keine Ahnung hier, Mensch. So. Dum-di-dum-di-dum. So. Hier können wir jetzt ein bisschen Brennholz reinmachen. Später Eisenklumpen, um Eisenbarren herzustellen. Sehr schön. So, jetzt werden wir erstmal wieder schlafen. Man merkt, wir werden oft schlafen müssen. Bis wir endlich irgendwas haben, uns halt so Energie zuzuführen. Okay, wir haben zwei Tränke, aber die will ich mir ein bisschen aufsparen. Na, ich glaube, zum Anfang die ja gleich hops gehen zu lassen, bringt nicht viel. So, ich bin so erfrischt. Hat man eigentlich noch irgendwas, was Lebensmittel betrifft? Ja, Fleisch haben wir immer, siehst du mal. So, was müssen wir denn jetzt eigentlich noch machen? Questmäßig? Quatsch, NPCs, Wein, Portal, Astrologen, Hügel. Friedhofswertung verbessern, Stempel bei Hunger. Gut, Friedhofswertung. Friedhofswertung ist, glaube ich, das, worum wir uns als nächstes kümmern. So, hier kann ich Bergbau noch freischalten. Das holen wir uns. Damit kann ich... Gibt ein Eisenerzlager? Okay. Mehr Zeug nehmen würde ich auch gerne lernen. So. Theologie wäre dann auch eins der Sachen. Das war ja so ein bisschen bessere Grabzeug haben. Ja, jetzt haben wir gar keine Punkte mehr, sehe ich gerade. Cool. So. Eisenerzlager. Weiß ich jetzt gar nicht. Ach, das Ding. Ja. Ich erinnere mich. Das kann man von allen Seiten. Das bauen wir dahin. Das brauchen wir erst später mal, aber... Achso, das ist direkt fertig. Das müssen wir gar nicht bauen. Okay. Das ist, wenn wir spätere Humpen an Materialien holen, ne? So, Holz, Siegeblock. Sonst haben wir ja alles jetzt gebaut. Gut. Den Friedhof wollen wir verbessern. Dann gehen wir wieder mit zum Friedhof. Ein paar Verbesserungswerkzeuge haben wir ja noch von unserem Vorgänger übernehmen können. Dann verbessern wir so wenigstens ein, zwei Gräber. So, wieder hier die minus 3. Fangen wir mit dir an. So. Reparieren. Und reparieren. So, sehr schön. Du hast die minus 3, dich machen wir auch mal besser. Du. So, sieht doch schon wieder ganz gut aus hier, Mensch. So. Machen wir dich besser.
sind wir nur noch bei minus 11 in der Wertung. Das ist doch schon mal deutlich besser als vorher. So. Also, da brauche ich noch eine Technologie, um das abernten zu können. So, Abo abernten. Ich würde jetzt mal ein bisschen hier Zeug einfach mal wegschaffeln, damit wir ein bisschen, Orbs kommen, sage ich mal jetzt ganz simpel. Mache ich einfach irgendwo jetzt mal hier Zeug weg. So. Kriegen wir auch so ein bisschen halt Materialien, die wir vielleicht später brauchen. So, genau. Hier gibt es dann auch wieder so ein Bauzeug, aber ich weiß nicht. Feuerbestattungsort ist falsch. Schalten wir später frei, wollte ich sagen. Ich habe heute einen Sprachfehler, ich merke es. So. Hier holen wir uns noch ein Stück Holz mit. So. So, Kochkunst, cool. Brennholz wäre später auch wichtig herzustellen. Umpflanzen. Achso, was mit den Apfelbäumen, das machen wir später. Einfache Grabstätte, ja. Werkbank und Steinschneider. Werkbank und Steinschneider. Da ist der Steinschneider. Andere weiß ich jetzt gar nicht. Holzmarkierung. Nee, das ist mir zu simpel. Wir brauchen dann auf jeden Fall den Steinschneider. Okay. Steinschneider brauchen wir jetzt noch jede Menge rote Orbs und ein paar grüne Orbs. Ne? Das kriegen wir ja wohl hin, irgendwo hier rote und grüne Orbs herzuzaubern. Ich hole in der Zeit schon mal ein bisschen Holz. Werden wir ja brauchen, denke ich mal, ne? So. Da gibt es nämlich auch rote und grüne Orbs für. Um unser Holzlager ein wenig erweitern. So, hier hinten können wir auch noch ein bisschen was klüppeln. So, sehr schön. Da kommen wir nicht durch. Okay. Können wir dich wegmachen? Ja. Dann machen wir dich mal weg. So. Und der nächste Baum muss dran glauben. Ich glaube, danach haben wir auch schon wieder keine Energie mehr hier. Eieieiei. Ich weiß nicht, kann man die später erhöhen? Ich weiß es gar nicht. Ob die später mehr wird. Jedenfalls praktisch. Ich glaube, bei Stardew Valley war es ja so. Das ist im Laufe der Zeit. Umso besser wurdest du, mehr Grundenergie hattest. Hey, mach da weg. Ah, jetzt war wahrscheinlich der Stamm hier im Weg. So, sehr schön. So, dann müssen wir uns jetzt mal wieder hinlegen. Wird ja auch gleich Nacht. Passt also. Oh, jetzt kommt eine Leiche ernsthaft. Ach, komm, wir legen uns erstmal hin. Ist mir jetzt wurscht. Die ersten Leichen können eh vergammeln. Schlaf, 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 schlaf. So. Ich fühle mich so erfrischt. Das ist echt jede Nacht, jeden, die jedes Mal aufstehen, sagen muss. So, Astrologe war hier, glaube ich, ne, bei dem Mond. Meint. So. Autopsie. Wir brauchen das Fleisch. Wir brauchen dann, das weiß ich auch schon, einen Schädel. Und den Rest kann ich eigentlich erstmal sein lassen. Ich wüsste nicht, dass wir es direkt bräuchten. Na, mitnehmen, Mensch. Schmeiß das erstmal hin, den Kerl. So, ja, später brauchen wir noch mehr Zeug. Aber jetzt erstmal soll uns das reichen. Tschüss. Ne, das können wir nicht wegräumen. So. So, wir wollten dann den Steinschneider uns holen. Dafür brauchen wir noch ein paar Werte. Holen wir jetzt ein paar grüne Orbs mal. Obwohl, es gibt ja auch rote. Sehr schön, das gibt beides. Dann ist ja perfecto mundo.
So, damit dürften das eigentlich auch genug sein. Ich glaube, ich brauchte nur 15 rote. Genau, Steinmetz. Zack. Haben wir jetzt den Steinmetz. So, jetzt müssen wir mal gucken, welche Materialien wir dafür benötigen, um das Ding zu bauen. Holzstapel. Steinschneider. Wir brauchen Balken. Na, das kriegen wir hin. Balken kriegen wir hin. Das ist ja jetzt nicht das Problem. So, da. Da, Balken. Soll jetzt keine Schnarch, sondern Sägeräusche sein, ne? So. So, und damit können wir da den Steinschneider uns holen. Den packen wir hier hin oder da unten? Ich weiß es nicht. Was macht mehr Sinn? Hier nicht, weil dann können wir den nicht mehr benutzen. Hier oder dann immer hier. Warte mal, von den Feldern her ist es das Gleiche, also macht es keinen großen Unterschied. Machen wir dahin, fertig. So. Zack, fertigen. So, jetzt können wir uns hier Grabsteine holen, sehr schön. Hä? Grabstein? Grabstein. Hä? Warum ist hier 10 inne? Ah nein, ach so, da macht er aus Stein Grabstein, hier macht er aus Grabstein Stein, oder wie? Nee, umgekehrt. Hier macht er aus Grabstein Stein und hier aus Stein Grabsteine. Och Gottchen, kompliziert. So, hier können wir dann das Eisen in diese Eisending machen, dass wir es auf ein Eisenlager kloppen können. Genau, so, an der Stelle würde ich aber sagen, beenden wir die Folge. Mensch, ich schaue schon wieder zur Zeit. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Unser kleiner, Farm kann man ja an der Stelle nicht sagen, auch wenn wir später farmen werden. Unser kleines Zuhause mit unseren ganzen Werkbänken wächst. Den Friedhof werden wir hübsch dekorieren, damit dort später der Bischof ganz, ganz doll von uns beeindruckt ist und die Kirche eröffnen können. Das ist echt ein wichtiger Schritt. Ja, also wartet noch sehr viel auf uns. Ich hoffe, ihr freut euch darauf so sehr wie ich. Yay! Mann, ich bin durch. Ich gehe schlafen. Leute, bis zur nächsten Folge. Tschüss!